Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Es geht heute mal wieder um Track of the Day in der Version 3.0. 3.0 ist in Arbeit, noch nicht ausgeliefert. Man kann es auch noch nicht kaufen oder bestellen, aber es funktioniert schon. So, und heute ist in Track of the Day ein neues Feature hineingekommen. Das will ich kurz zeigen. Um dieses Feature zu implementieren, habe ich mir einen TomTom Rider 500 gekauft und der ist jetzt über USB angeschlossen, über ein USB-Kabel hier in meinem Notebook und ich habe die Software MyDrive Connect installiert. Das seht ihr hier. Also das Gerät ist erkannt worden, ist alles soweit da. Und das Gerät ist jetzt auch in einem Modus, dass man Dateien dahin übertragen kann. So, hier haben wir jetzt Track of the Day im Hintergrund. Ich bin gerade hier in Sizilien. Ich öffne jetzt mal die Anwendungseinstellung und klicke einfach hier auf die automatische Erkennung. So, jetzt hat das einen Augenblick gedauert und wir sehen, hier steht jetzt TomTom Rider 500. Das Gerät ist also erkannt worden und hier oben steht jetzt auch Track of the Day für TomTom Rider 500 Version 3.0 Connected. Okay, das machen wir mal zu. Dann nähern wir uns einfach mal hier so ein bisschen dem Ätna an. Und jetzt zeige ich euch mal ein neues Feature. Man kann jetzt mit Track of the Day mit einem Klick Rundtouren erstellen. Ich klicke einfach hier mit der rechten Maustaste und sage hier Rundtour erstellen. So, jetzt wird hier ein bisschen Algorithmik abgespielt, wird ein bisschen rumgerechnet. So, zack, da haben wir jetzt unsere Rundtour. Und jetzt zeige ich euch mal ein weiteres neues Feature. Ich gehe mal hier zu dem ersten Punkt dieser Route. Ich klicke mal hier so ein bisschen daneben. Und hier sehen wir jetzt Route zu diesem Punkt. Ein neues Feature. So, das habe ich jetzt abgespielt. Jetzt habe ich zwei Routen. Ich habe zum einen hier die tolle Rundtour, die ich eben erzeugt habe. Und eine Tour für die Anfahrt. So, diese Tour kann man jetzt auch einfach duplizieren. So, jetzt habe ich die Route einmal in Blau, einmal in Pink. Und bei der Pinkfarbenen sage ich jetzt einfach mit der rechten Maustaste hier umkehren. So, jetzt habe ich drei Routen. Mit der ersten Route fahre ich da oben hin. Mit der zweiten fahre ich einmal um den Ätna herum. Und mit der dritten fahre ich wieder nach Hause. So, jetzt will ich diese Routen auf meinen TomTom Rider teilen. So, da klicke ich hier oben auf die Schaltfläche Teilen, dann sage ich hier einfach am Gerät Senden. So, die erste Route ist jetzt auf dem Gerät angekommen. So, jetzt teilen wir noch die nächste am Gerät Senden. So, und die dritte müssen wir auch noch teilen. Vielleicht gibt es mal irgendwann eine Funktion, dass man einfach mehrere Routen markieren kann und kann die am Stück exportieren auf den TomTom Rider. Im Augenblick ist es halt noch nicht möglich. Man muss jetzt gerade noch so der Reihe nach die Routen halt auf das Gerät exportieren. So, das war schon. Unsere Routen sind fertig. Jetzt möchte ich euch noch ein anderes Feature zeigen. Da haben viele Leute nachgefragt, wie das denn funktioniert. Ein neues Feature in Version 3.0 sind ja hier die Routing Overlays. So, und jetzt war die Frage, wie kann man die denn erzeugen? So, da kann man nämlich hier beispielsweise aus dieser Route einen Track machen. Dann klickt man den Track an, dann rechte Maustaste und dann sagt man hier unten Routing Overlay erstellen. So, wenn wir jetzt hier zu den Routing Optionen gehen, dann ist dieses Overlay dort hinzugekommen. Wenn ich jetzt eine neue Route erstelle und die Overlays einblende, dann sehe ich hier, das ist das, was ich eben geplant hatte. Und das sind jetzt hier schon ein paar andere Overlays, die jetzt hier schon existieren. Das sind diese hier, die ihr hier seht. Ich kann die jetzt auch hier ausschalten. So, dann ist nur noch das da, was ich gerade erzeugt habe. Also, das sind die neuen Routing Overlays. Okay, dann zeige ich euch jetzt nochmal, wie es hier auf dem TomTom Rider aussieht. So, das ist mein TomTom Rider hier. Der ist hier mit einem USB-Kabel mit meinem Notebook verbunden. So, ich ziehe das gerade mal raus und stecke es wieder rein. So, wurde getrennt. So, jetzt habe ich es wieder reingesteckt. Hier seht ihr, jetzt meldet er sich und sagt, ja, jetzt ist er mit dem Computer verbunden. Und damit das alles funktioniert, was ich euch eben gezeigt habe, muss man hier auf Route importieren klicken.
So, dann ist er im Modus, dass er halt diese ganzen Routen entgegennehmen kann über das USB-Kabel, das er hinten eingesteckt ist. So, ich komme noch mal ein bisschen näher. Wenn ich jetzt hier auf Fertig drücke, dann sagt er mir auch schon, er hat jetzt drei Routen gefunden. Ich nehme jetzt einfach noch mal hier den Roundtrip. So, den importiere ich jetzt mal. So, fertig. Sehe ich jetzt hier noch nichts. Denn ich muss hier erst sagen, meine Routen. Und dann hier die Route auswählen. So, da ist sie. Das ist jetzt der Roundtrip, den wir eben gemeinsam geplant haben. Und hier sieht man ja auch schon so sehr schön, was mir an diesem TomTom überhaupt nicht gefällt. Das ist einfach diese überragende Kartendarstellung. Also der Ätna ist ein Vulkan, der ist 3300 Meter hoch. Und auf der Karte hier ist einfach eine weiße Fläche. Das finde ich echt ein bisschen traurig. Naja, ist ja auch ein billiges Gerät, es kostet 350 Euro ungefähr. Also da kann man nicht viel mehr erwarten als eine weiße Fläche für den höchsten Berg Europas. Naja, so ist das halt. Also, das war's. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut, bis bald und tschüss.